Jetzt erstmal gilt es, den Außenposten unten etwas zu fertig zu bauen. So, dann hatten wir euch hier. Ich glaube, in euch können wir doch gleich mal hier noch ein paar Module reinhauen. Pollution, alles geht nach oben, aber Energiekonsum auch, aber das macht nichts. Noch haben wir genug Energie für den Tag. Wobei, ja, auch nicht mehr so viel. Ja, okay. Zack, einmal bauen. Eine Assembly-Maschine hier hingestellt. Und nochmal eine bauen. Dann, ich habe ja gesagt, das fällt hier unten durch alleine Erweiterung, da brauche ich euch nicht dazu. Also das braucht ihr ja nicht zu sehen. Oh Gott, Heidewitzka. Das liegt ja eigentlich alles rum. Zack, bitteschön. Das Zeug brauche ich nämlich nicht. Was können wir noch machen? Rot und Grün, wie gesagt, die Produktion ist mehr als am Laufen. Da kann ich auch nicht wirklich viel machen. Meine Ressourcen sollten gleich wieder voll sein eigentlich. Okay, ist zumindest 80, 500, also irgendwas stimmt da oben noch nicht. Daran könnte ich noch arbeiten. Vielleicht ist die Menge, die transportiert wird, nicht hundertprozentig das Richtige. Gerade sagen, ich habe doch schon alles. Warum habe ich die Sauben nicht? So. Hoppale. So, perfekt. Ja, ist gar nicht mal so lange weiter. Aha. Der Strom ist da unten weniger geworden. Dann schauen wir doch mal. Wo kommt denn das Ganze hier unten her? Von hier. Das ist natürlich nicht mehr so viel da. Können natürlich das weiter hinten noch besorgen. Yep, definitiv ordentlich abgegrast. Brauchen wir es nicht mehr. Was wir nicht brauchen, sparen wir uns ein. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Puh. Ich brauchen wir auch. Moment, Moment, wir haben es gleich. So, bitteschön. Schaut doch wesentlich besser aus. Extra Modul noch reinbauen. Läuft. Damit bin ich wieder zufrieden. Mit dir aber nicht, mit dir auch nicht. Und mit, uppale. Mit dir nicht und mit dir nicht. Heißt, unser Erz, das wir wegproduzieren, gibt es schon so gut wie gar nicht mehr. Ich glaube, das da oben ist auch schon wieder weg. Das heißt, neue Sachen müssen erschlossen werden. Und zwar die beiden Felder hier hinten. Habe ich denn genug? Na, ich habe wahrscheinlich nicht genug Wege dafür. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen damit. Aber du bleibst mal hier. Dann schauen wir doch mal, was sich so machen lässt. Das sieht doch schon mal ganz nicht so schlecht aus. So. Sieht es vielleicht etwas komisch vom Zusammenbau aus, aber es gibt alles Sinn. Gerade nachdem wir bloß einmal links und einmal rechts hier rein wollen. Na, kommst du? Wo haben wir denn? Haben wir keinen Wechsel mehr hier? Ah, da unten. Ich kann sagen, was stimmt doch hier noch gar nicht. Aber jetzt schon. So. So, Lole. Verbinde alles schön miteinander. So. Jetzt schau mal, wie funktioniert. Ach Gott, in der Mitte. So, jetzt da funktioniert es.
Einmal links und einmal rechts. Aber nicht so gut, wie es sein könnte, glaube ich. Aber das macht es auch nichts. Hauptsache, wir kommen eventuell nach oben. Wäre das? Könnte man damit leben? Nicht ganz. Und ich glaube, dass die jetzt verkehrt rum aufgebaut. Dass man vielleicht sagen müsste, hey, bau mir doch mal den Weg etwas anders hin. So, Moment. Dankeschön. Ein einziges Feld. Kann ich denn ein einziges Fließ mit Band bauen? Nein. Okay, gut, dann egal. Dann müssen wir das oben kurz regeln und ich muss kurz niesen. Moment. So schnell kann's gehen. Okay, auf nach oben. Die Krise ist sehr leicht bewältigt. Einfach neue Gründe erschließen. Also aber auch, wir brauchen verdammt viel Kupfer. Und holen verdammt wenig. Sagt's mal. Das brauchen wir ein bisschen mehr. Wir haben nicht so viel. Achso, warte mal, wir können ja was wegmachen. Wir können ja was wegbauen. Kann sagen, was fehlt doch hier noch. Danke. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben weiß Produktivitätsmodul. Oh, okay. Haben wir jetzt nicht gerechnet. So, du kommst weg und du kommst hin. Läuft. Läuft und läuft noch eins. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann könntest du nämlich von hier auch noch was wegnehmen. Und ich glaube... Komm, scheiß drauf. Wir machen da eine Megakette hin. Und einfach sagen, hier hin. Yep, funktioniert. Ein paar Chests bräuchte ich, und zwar Active Provider. Bauen wir einfach noch ein paar. Warum? Weil wir es können. So und so. Das ganze Zeug mal voll machen. Und, das geht nicht. Ich kann kein extra Holz produzieren. Ach, schade. Das wäre zu schön gewesen. Warte, dann haben wir hier einen Smart Roboter. Der kommt mal weg. Ich habe ein bisschen zu viel Kupfer, stelle ich gerade fest. Damit kann ich nichts anfangen. Rein damit. Metallplatten, rein damit. Alles ein System, was man nicht braucht. Dann haben wir auf jeden Fall noch. Also. Soll ich gerade sagen, wie habe ich denn das geschafft? Noch ein paar andere Sachen, und zwar. Du kommst weg. Du kommst hier rein. Zack. Besser, wesentlich besser. Okay, dann haben wir noch eine Kruschelkiste, die kommt hier hin. Ölraffinerie. Nee, sowas brauchen wir nicht. Was wir brauchen, bist du hier. Active Provider, wobei, warte mal. Wir haben doch. Dich hier. Besser. Jetzt nehme ich mein Inventar auch mal ein bisschen aufgeräumter. Und was man noch machen könnte, ist zu sagen, hey, schmeiß hier mal noch ein bisschen das Kupfer rein. Und was können wir noch wegtun? Und noch ein paar Mauerstücke, aber die könnte ich, aber ich die am liebsten behalten. Nee, das heißt, wir können wirklich sagen, hier wollen wir noch ein paar. Ja, damit. Dankeschön. Mehr muss es auch nicht mehr sein. Gang auf nach oben und wir schauen, was wir wieder mal so errichten können. So ein Thema, machen unseren Außenposten unten fertig. Jep, so schnell kann es gehen. Aber Rohstoff ist nochmal wichtig. Wenn der Rohstoff das nicht ist, dann haben wir anzunehmen unsere Arch-Produktion. Das wollte ich jetzt so nicht haben. So, du kommst mal her. Du kommst mit. Und damit fließt das Band wieder.
Und am besten direkt. Ja, na, jetzt so. Immer diese dumme Natur. Denkt sich, sie muss immer hier sein. So. Jetzt aber. Kannst du nichts mehr sagen. Jetzt hast du jede Menge Ressourcen. Vielleicht machen wir mit dem linken Ballen hier auch noch. Wie habe ich das gemacht? Das muss auf jeden Fall so hin. Das kommt so hin. Und ein Shuffler kommt hier mitten rein. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Darf ich denn hier nach unten bauen? Doch, das schaut doch schon mal gut aus im Dog. Ich habe gerade Hunger. Wir sollten die nächsten Aufnahmepause machen, was essen. Wäre vielleicht gar nicht mal so unschön. Na komm, danke. So wird doch ein Schuh draus. Okay, wir sind oben. Und das heißt, wir bauen hier ab, hier und hier. Und machen wir hier noch was hin. So. Funktioniert. Ups, das wollte ich nicht machen. Hier hin und so rüber. Und das ist was, wo einfach direkt von oben reinkommt. Dann mal so hin. Operation sieht doch gut aus. Okay, wo haben wir denn? Haben wir irgendwo einen großen Strommasten, den wir vielleicht anzapfen können? No. Ich mal hier ein. Dankeschön, jetzt da. Genau das und nichts anderes habe ich doch gebraucht. Dankeschön. So. Na, das hat doch was Schönes. Hier auch noch einen hin. Und, gut, wie kriegen wir euch jetzt noch versorgt? Ich glaube, das war ein bisschen Fehler gerade. Nope, ich glaube, euch müssen wir umdrehen. Das wird sonst so nichts werden. Na komm, einmal weg. Einmal weg. So, jetzt da läuft das Ganze. Und da ich jetzt gerade zu voll bin, das Ganze umzustellen, jagen wir es einfach nur nach oben. So, dankeschön. Das System funktioniert doch. Und viel zur Hälfte leer. Dann müsste man eventuell auch noch was machen. Aber für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Und irgendwie. Ich glaube, das hier muss wirklich andersrum gebaut werden, dass man sagt, du kommst eigentlich hier rum rein. Yep, das schaut mir wesentlich gleichmäßiger aus. Und da oben ist genau das gleiche Problem. Wobei es da ja egal ist. Na, ist wirklich egal. Na gut. Wir haben das, was wir immer haben wollten. Guten Fluss. Und eins können wir noch machen, wenn wir schon mal hier hinten sind. Und zwar haben wir doch... Yep, wir haben noch ein paar Roboports übrig. Und die Strecke ist noch gar nicht versorgt. Oh Gott, okay. Gut, dann wissen wir, was wir hier auch noch machen müssen. So. Roboterchen. Abgreifen. Jupp, so schaut es aus. Das gleiche gilt dann hier hinten. Irgendwo hier in dem Bereich. Hier hin. Dann ein Mini-Pfosten, mehr braucht das Land auch nicht. Und nochmal einen weiteren Roboter. So, da bauen wir einfach noch ein paar. So,
Der ist vielleicht ein bisschen nah dran in Bezug auf den anderen, aber das macht jetzt mal erstmal nichts aus. So, Dankeschön. Damit gucken wir mal, da haben wir was. Dem Eck hier unten ist doch gar nichts. Ja, okay, Roboterpods kann man eh mal gebrauchen, also her damit. Lasst sie uns produzieren. Jetzt müssen wir bloß noch die ganzen Sachen dann auch noch füllen hier. Okay, so viel Uhr ist gerade. Ein bisschen kann ich noch aufnehmen. Ein kleines bisschen geht noch, danach war's das wieder. Hallöchen. Jetzt weiß ich, warum ich hier nicht entlang fahren wollte eigentlich. Okay, schauen wir nochmal. So. Ja, das war hier die Sache noch, dass die Fließbänder genau verkehrt rumgehen, aber... Na egal, egal. Soll uns jetzt so rum nicht kümmern. Ich würde mal sagen, das ist so ungefähr die glorreiche Mitte. Ja, doch, so kann man das ruhig stehen lassen. Weil bevor gar keine Verbindung ist, machen wir halt eine etwas engere Verbindung hin. So. Wo ist hier unten der nächste Roboterport? Direkt hier. Das heißt, ich muss hier anschließen. Hoppale. Yep, das passt. Das finde ich schön. Das passt doch richtig gut hier rein. So, Dankeschön. Das heißt, wir müssten hier doch überall dicht sein. Ich glaube, hier unten fehlt noch ein Port. Wie schaut es beim Rest aus? Hier haben wir überall, hier haben wir was. Hier hinten könnte auch noch ein, zwei Sachen fehlen. Okay, dann tun wir erstmal den einen da unten machen. Und man kann es kaum glauben. Warte. Der Großteil unserer Anlage steht da dabei schon. Hupperle. Was haben wir hier alles noch? Mauschstück und Holz. Okay, warte mal. Das können wir auf jeden Fall hier reinschmeißen. Wir können noch einen weiteren Stack Holz mitnehmen. Dankeschön. Das klingt doch nach was, klingt das? Oh, warte mal, komm mal. Hahaha. Stimmt, bei dir war ich noch gar nicht. Zack, reingesetzt. Okay. Funktioniert. Nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch. Hol ich mir das restliche Holz noch raus. Ich gucke, ob ich sonst noch irgendwo was übrig habe, aber ich glaube eher weniger. Nope. Ich habe noch ein Auto, aber das hätte ich vorhin schon spawnen müssen. Deswegen egal. Ja, aber es ist gut zu wissen, dass wir hier noch Rohstoffe liegen haben, die man nehmen kann. So, danke schön, dass du kommst. Vielen herzlichen Dank. Yep, hier ist definitiv noch Platz frei. Das heißt, ich muss genau hier hin. So rüber. Dann mal wieder aufladen. Und ja, komm hier so rüber. Habe ich denn nochmal einen einzigen Roboterpod? Ich glaube ja, der letzte fehlt. Der letzte fehlt leider. Na, gut, okay, komm, gehen wir nochmal hoch. Laden ein bisschen auf und ab. Holen nochmal ein, zwei Roboterports. Und sagen dann wirklich, zack, Mauer ist sicher. Das ist egal, wie rum ich fahre. Jetzt muss ich aber noch überlegen. Ich habe jetzt noch ein paar Mauerstücke. Kann man irgendwas machen? Ich habe Laserkanonen noch. Damit kann ich spontan nicht wirklich viel anfangen. Weiter unten, ja, aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht ganz. Guck mal hier hoch.
So, du kommst dann weg. So, Blueprint war es. Wir machen hier eine Active Provider Chest noch hin, wo ich noch ein bisschen was von meinem Krimskrams reinschmeißen kann. Das braucht man sonst nicht mehr. Den Rest braucht man eigentlich noch relativ gut. Da unten haben wir auch noch was. Ne, soweit sind wir eigentlich im Klaren. Was ich noch bräuchte, wäre Stahl. Kann mir jemand von euch Stahl geben, oder ist Stahl gerade Mangelware? Sollte eigentlich nicht sein, aber okay. Boah, Tatsache. Stahl ist gerade wirklich Mangelware. Okay. Da müssen wir Abhilfe schaffen. Elektronische Schmelzofen noch einmal. Kann ich nicht angehen hier? Zack. So, sieht ein bisschen komisch aus, aber wird schon funktionieren. Das heißt, einmal so und einmal so. Einmal so und einmal so. Kann ich noch meine bauen? Dankeschön. Das habe ich doch gebraucht. So, Active Provider. Ist hier und hier. Und einmal hier und hier. Und wir sagen, bitte gebt uns doch die guten Stahlplatten her. Dankeschön. Eins, zwei. Na komm, dankeschön. Drei, vier. Damit die das auch nicht umsonst machen, okay. Irgendwo. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich schnell unterwegs. Habe ich doch mal eine private. Ich würde gerade sagen, eine private Stahlproduktion, aber ich glaube, die habe ich schon wieder weggemacht. Die ist nicht mehr in unseren Reihen tätig, so wie es ausschaut. Okay. Na gut, dann muss ich eben so damit leben. Also, was ist es? Produktion. Also, die Batterien wieder funktionieren, wird Stahl überall gebraucht. Bis zum geht nicht mehr. Na gut, dann können wir das aber auch knicken, dass wir runtergehen und die Roboterbots von uns fertig bauen. Das heißt. Ich bin gerade leicht aufgeschmissen. Gehen wir mal nach unten. Eins machen wir noch. Wir gehen nach unten und bauen die Verteidigungseinrichtung noch von uns fertig. Und sagen dann, hey, lass die Aufnahme mal Aufnahme sein. Hupale. Dankeschön. Dann gehe ich lieber runter und tue dann noch offscreen ein bisschen die Solarpanels hinbauen. Also ein paar mehr Solarpanels, ein bisschen mehr Batterien hinstellen. Das Übliche, was man so macht. Was ihr nicht unbedingt sehen müsst. Das obere war einfach mal wieder, jupp. Dass ich gesehen habe, so baut man einen Akkumulator hin. Ja, ich sehe gerade, das ist auch noch alles einreihig hier. Das heißt, hier können wir auch noch jede Menge Laser hinbauen. Die Verteidigungseinrichtungen hören einfach nicht auf zu wachsen. So, dankeschön, einmal reparieren. Und machen wir mal den hier. Uiuiui. Das schaut hier aber böse aus. Was habt ihr denn hier getrieben, Leute? So, das heißt, hier muss auch zugemacht werden. Ah, genau. Wo schon mal hier sind. Mal ein paar Lichterchen hin. Sollen auch sehen, was hier los ist. Dankeschön. So, das heißt, hier wird zugebaut. Hier muss keine mehr rein. Dann bauen wir hier noch die 1, 2, 3 hin. Fertig. Die Station hat ihre Tage hinter sich, in der sie noch gebaut, bewährt worden muss. Das gleiche machen wir auch für hier unten. Sagen wir, dass wir hier unten auch komplett fertig sind. Das ist auch schon zu. Na, komm schon. Schön. Hier noch.
das funktioniert doch herrlichst. So, das Ding ist auch fertig. Was wir noch nicht fertig haben, bist du hier, so wie es ausschaut. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können hier noch ein bisschen was abbauen eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte eigentlich ausreichend sein. Danach machen wir die große Kistenaktion. Alles hinbauen, was man hinbauen kann. So, und nicht anders muss das sein. Na, kommst du ja? Dankeschön. So, das muss ja noch alles etwas umzäunt werden. Provisorisch halt nur. Das heißt, das reicht hier vollkommen aus. Bloß noch ein bisschen was hier rüber. Na komm, brauchst du mir nach oben? Dankeschön. Zwei Reihe ist mehr als ausreichend für unser Vorhaben. Na komm. So weit nach hinten sollten sie eh nicht kommen, aber falls sie es kommen sollten, sind wir zumindest gewappnet. Dankeschön. So, das heißt, wir brauchen ja ein bisschen Strom für die ganze Anlage. Hier rüber. Komm, es wird eh nachher wieder alles weggebaut. Also von dem her. So pingelig müssen wir dann da auch nicht sein. Das heißt, jetzt kommt alles weg. Wir brauchen noch ein paar mehr. Ach, komm. Jetzt sag bloß, jetzt mangelt es einen Roboterarm. Ach, Gottdammit. Ja, okay, gut. Jesus Christ, okay. Hör mal, achso, wir können ja nicht mal einen kleinen Roboterarm. Wir können ja gar keinen Roboterarm gerade bauen. Na gut. Also ich mache da unten jetzt noch ein Kissensystem hin und sage ja an der Stelle mal, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato, macht es gut und wie immer, tschüssi. Ich glaube, ich muss mir Erfahrung durchnehmen.